Hallo und herzlich willkommen bei Minecraft. Ja, es wird dunkel. Wie immer in Minecraft wird es dunkel. Hallo Bello 2. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, schon in der dritten Nacht. Und ja, ich muss ja, wie gesagt, immer noch ein bisschen was an Nahrung anspannen, damit wir bald in die Höhle kommen. Vielleicht sollte ich jetzt mal ein bisschen was bauen. Vielleicht können wir dieses Häuschen ja doch noch mal ein bisschen größer bauen. Eigentlich habe ich ja gehofft, dass das ein bisschen schneller wächst. Aber naja, hat doch nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Also reißen wir das erstmal hier ab. Ich gehe hier ganz ohne Plan dran, ohne irgendwie was zu probieren oder sowas wieder einzuprobieren. Das ist mir dann doch noch ein bisschen zu aufwendig. Aber wir bauen jetzt das Häuschen hier aus. Ein bisschen größer, ein bisschen hübscher hier. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir noch ein bisschen was anpflanzen. Um bald, recht bald, Richtung einer Höhle zu gehen und eine Höhle zu suchen. Wir haben ja schon genug Fackeln, die haben wir ja schon letztes Mal hergestellt, um, wie sagt man so schön, genug an Material zu haben. Entschuldigung, ich musste mal eben ganz kurz meine Uhr einstellen, sodass ich sehe, wie lange ich aufnehme. Damit wir die Zeit nicht überschreiten. Ja, diese Folge werden wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen was abbauen müssen. So, das ist auf der gleichen Höhe. Hier habe ich mich, glaube ich, versehen. Hier habe ich aus Versehen abgebaut. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das hier. Machen. So, so. Vielleicht bauen wir da noch was dran. Ja, dieses Geräusch, das ist immer sehr interessant. Wenn mir immer jemand sagen könnte, was das für ein Geräusch ist. Ich kenne das. Geht's so? Ist das irgendwie eine Höhle? Oder das müsste eine Höhle sein. Hier ist es sicherlich, wenn wir hier uns hier runtergraben, wir können uns sicherlich. Oh, jetzt muss ich doch hier komplett aufreißen. Ich denke mal, wenn wir uns hier runtergraben, werden wir auf jeden Fall in eine Höhle kommen. Vielleicht sollten wir das machen. Und schon wäre das natürlich auch kein Problem mehr, in eine Höhle zu kommen. Weil das sieht aus definitiv wie so ein Berg normalerweise hier. Ja. Ja. Das ist die erste Folge nach Neujahr, beziehungsweise Silvester, und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und seid alle recht glücklich mit dem, was ihr so erlebt habt im neuen Jahr. Ich habe eher so ein besinnliches, oh, nee, das wollen wir nicht, besinnlichen, Tage gehabt, zumal ich bald Prüfungen habe. Und deswegen auch etwas weniger an Let's Plays aufnehmen werde. Und jetzt müssen wir doch nochmal was Neues machen. Was wird das jetzt hier? So. Ein bisschen weniger an Let's Plays machen, weil es ganz einfach an unsere Prüfungen geht. Oder an meine Prüfung geht. Ich bin ja noch Student. Oh, jetzt habe ich mich verbaut. Man sollte vielleicht weniger reden. Vercraftet. So, jetzt haben wir doch noch ein bisschen was. Ich studiere ja noch und von daher ist das immer mit der Zeit so ein bisschen, jetzt vor allen Dingen in der Prüfungsphase, ein bisschen geringer. Und ab dem 20. werde ich wieder regelmäßiger Let's Plays aufnehmen können. Und ich hoffe vielleicht bis dato den einen oder anderen doch erreicht zu haben. Abonniert mich, ja. Wie gesagt, ich habe noch keine Werbung, ich mache auch keine Werbung für mich, jetzt so großartig. Ja, ich würde mich freuen, wenn einfach so ein paar Leute doch noch kommen werden und sich das anschauen.
Ich weiß auch gar nicht, was ich so richtig hier will. Habe ich denn Holz? Ja, ich habe Holz. Aber es ist gar kein Platz mehr. So, die Axt, das haben wir. Erde brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das Bett haben wir extra schon mal gebaut für unser weiteres Vorgehen. Oh, da habe ich noch mal was zum Braten. Das schmeiße ich einfach rein, weil das Kohleverschwendung ist. Aber naja, Kohle haben wir ja genug. So, Samen weg. Ja, vielleicht sollten wir auf jeden Fall noch ein paar Kisten bauen. Das können wir auch noch machen. So, ich überlege, was machen wir da? Machen wir jetzt hier so einen schönen Aufgang hoch. Und dann müssen wir das auf jeden Fall noch schön ausbauen. Ach ja. Dum, 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 dum. So. So. Hier, und dann bauen wir hier so einen schönen Aufgang hin. Glas haben wir auch noch. Glas, ja. Glas haben wir auch noch. So. Sind zwar nur noch zwei Stück. Und da eins hin. So. Ja. Oh. Das war verbaut. Wie gesagt, hoffentlich seid ihr alle ganz gut. Ich kann natürlich auch Glasplatten machen, aber naja. Ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und guckt euch immer schön weiter alles an. Ja, und ich hoffe, eure guten Vorsätze gehen alle oder werden alle durchgezogen von euch. Dafür seid ihr ja selbst verantwortlich, ob ihr es schafft oder nicht. Aber ich hoffe, dass ihr das alles so gut hinbekommt, wie ihr euch das vorstellt. Jetzt springen wir hier runter und tun uns weh. Natürlich. So. Jetzt hacken wir noch ein bisschen Holz. Man sieht, ich habe nicht so richtig den Plan, was ich so machen möchte. Aber das sollte ja auch eigentlich kein "Ich baue hier Sachen" machen, sondern eher so eins "Wie lange überlebe ich" Ding. Aber bis wir irgendwie was ein bisschen was an Nahrungsmitteln haben, dauert es ja auch eine gewisse Zeit. Von daher müssen wir da noch ein bisschen abwarten, was da noch kommt. Dann will ich jetzt gleich noch eine Kiste bauen. Ja. Erzählt mir mal so, was euch denn noch so auf dem Herzen liegt, was ihr so gerne noch haben möchtet. Was haben wir jetzt hier so? 64. Was ihr noch gerne haben möchtet. Vielleicht noch das ein oder andere Spiel, was ihr gerne Let's Played haben wollt. Das würde mich sehr interessieren. Ernsthaft jetzt interessieren und würde mich freuen, wenn ihr das mir noch mitteilen würdet. Man kann ja mal gucken, was man denn so Let's Played. Ja, es wäre natürlich superst, wenn auch ein bisschen so Meinung dazu kommen, weil ich habe halt noch nicht so viel Resonanz, natürlich. Wahrscheinlich noch sehr, sehr unbekannt. Ich bin ja auch noch immer offen für Verbesserungsvorschläge. Ja. Habe ich das vielleicht doch ein bisschen zu klein gemacht, wenn ich das jetzt nämlich so mache. Und so mache, dann haben wir nämlich hier sozusagen fast das Problem, dass das ein bisschen kacke aussieht. Aber wir kommen hier hoch. So, wir kommen hier hoch zwar, aber das sieht zwar nicht so hübsch aus. So. Und da, di-di-di-di-di. So. Dann müssen
müssen wir auf jeden Fall erstmal jetzt noch eine Kiste bauen, wo wir ein bisschen was reinschmeißen. Noch eine zweite, machen wir gleich eine große Kiste, so dass wir ein bisschen Platz haben. Bauen sie hier hin. Da packen wir die Pfeile rein, die wir nicht brauchen. Ja, ja, genau. So, das müssen wir auch, wollen wir ein bisschen ordnen hier. Oh, ja, klar. Rein, raus. So. Das lassen wir alles hier, das, was wir... Die ganzen Dings nehmen. Brauchen wir, oder die Sachen, ich pack da am besten unsere ganzen Sachen rein, die wir nicht unbedingt haben wollen, brauchen, so an Blöcken. So, das brauchen wir alles dabei. Hier packen wir sowas wie, das hätte ich eigentlich nicht rauspacken brauchen, unser Werkzeug rein, das nehme ich wieder mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Hier packen wir alles so rein, was wir so gecraftet oder gefunden haben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das Gras noch habe. Naja, gut, ich habe das Gras noch. So. Dann die Wolle, die so. Ach, nee, das bauen wir dann hier rein. Hier rein und dann bauen wir uns noch eine schöne Tür. Damit wir auch nicht belästigt werden. Na? Das darf ja auch nicht sein. Hier bauen wir erstmal noch eine Fackel dran. Dann haben wir es hier auch schön hell. Joa. Dann mache ich mal Folgendes. Ich gehe mal hier runter. Ich weiß, einige von euch werden sagen, boah, was macht ihr jetzt denn da? Aber mich würde mal interessieren, ob es hier eventuell, auch wenn es nach unten, man soll ja nicht nach unten bauen, ich weiß es, aber wir gucken uns das jetzt hier unten mal. Oh, Eisen. Sehr schön. Eisen ist immer gut. Sehen Sie, das habe ich natürlich alles, das war alles einkalkuliert. Das Eisen zu finden, das, was wir definitiv brauchen. Für unsere große Weltreise. So. Ja, geh kaputt. So, wir verbrauchen das dann erstmal das hier. So. Ja, was mich auch noch so interessieren würde, wie habt ihr denn so euer Neujahr verbracht? Ja, ich habe das schön geschillt verbracht, schön mit Prüfungen lernen und ja, ähnlichem. Also, das könnt ihr mir ruhig nochmal unter die Comments schreiben, wenn ihr möchtet. Ja, das wäre schön, das würde mich freuen und... Ah, komme ich jetzt da hoch? Ärgere mich nicht so. So. Gerade fertig geworden. So, das packen wir nochmal da rein. Dann machen wir nachher Eisendingsen. So, ich werde jetzt die Aufnahme wieder beenden und ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß bei meinem Let's Play Minecraft Hardcore. Und sag dann auf Wiedersehen. Tschüss.